So, Moment. Wir spielen gleich weiter. Wir haben nämlich hohen Besuch. Komm mal her. Papa? Ja. Yeah. Hi, mein Sohn. Ja. Hi. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Guck mal dahin. Mach mal winke, winke. Mach mal winken. Ja, supi. Alles okay? Mach mal jetzt heier. Lässt du Papas Maus bitte in Ruhe? Danke. Lässt du Papas Maus bitte in Ruhe? Danke. Kussi? Das ist immer noch meine Maus. Kann ich einen Kussi haben? Jona? Kann ich einen Kussi haben? Kann ich einen Kussi haben? Mama. Bist du wieder zu Mama? Das ist ein Schraubenzieher. Du hast gekackt. Du hast gekackt. Lässt du bitte. Juli, komm! Geh mal zum Mama! Bye bye! Mama. Nee, wir räumen jetzt da drin auf. Okay. Wir machen hier nochmal einen kurzen Cut und mirakulöserweise wird danach hier. Was hat er jetzt gemacht? Mirakulöserweise wird es danach genau an dieser Stelle weitergehen mit Mega Man ohne meinen Sohn eben. Bis gleich. Und ich versuche jetzt keinen mirakulösen Übergang zu machen. Wie gesagt, da war jetzt ein Schnitt. So. Wir spielen weiter und machen jetzt Heat Man. Das sieht aus wie ein Toaster. Toaster Man. Oh, und eine Welt, an die ich keine guten Erinnerungen habe. Und eigentlich habe ich überhaupt keine Erinnerungen an die Welt. Oh, doch, habe ich. Oh nein, oh Gott. Ja, wir gehen weiter nach der Methode. Wir rennen durch das ganze Spiel einfach wild durch vor. Und bisher funktioniert es ja ganz gut. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Aus dem mein Sohn versucht, Mittagsschlaf zu machen und macht doch keinen, ist dann letzten Endes entstanden eine Wir räumen auf Aktion. Let's räumen auf together. Sozusagen. Oh nein. Oh Gott. Ich habe gerade ein Déjà-vu an Icemans Welt. Aus Mega Man 1. Oh nein. Kannst du bitte woanders hin gehen, blödes Vieh? Ich glaube, der trifft. Gut gelöst, das Ding. Gut. Ist das eine Rotze? Na toll. Wir könnten auch theoretisch einfach. Gut. Oh Gott sei Dank. Dieser Dreck mit den verschwindenden Blöcken ist echt. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ich weiß, am Ende heißt es vielleicht eine Feige oder so, aber. Ist das weit?
Ja. Okay. Für Notiz an mich selbst. Wenn ich sterbe und diesen Mist nochmal machen muss, kriege ich die Krise. Weil das ist ja einfach nur bestialisch. Oh Gott, da ist Heatman. Hallo? Gut. Wir müssen also nur noch Heatman besiegen. Ich weiß noch aus meiner früheren Zeit von Mega Man 2, dass Bubblemans Waffe ganz toll ist. Ich weiß zwar nicht mehr, wie viel Treffer man braucht, aber viele waren es nicht. Und der hatte, glaube ich, auch ein relativ leichtes Bewegungsmuster. Na toll, der ist ja auch mit drei Schuss tot. Die sind alle mit zwei oder drei Schüssen tot. Also das haben sie ein bisschen übertrieben, vielleicht, dass die richtige Waffe ein bisschen arg viel Schaden macht. Was ein kurzes Video, unglaublich. Waren es jetzt 5 Minuten oder weniger? Naja, mit der Unterbrechung. Was heißt Unterbrechung? Mit dem Besuch meines Sohnes. Atomic Fire und ja, jetzt bekommen wir dann, was fehlt noch? Item 1. Und damit ist alles komplett. Dann fehlt uns nur noch Quickman. Ja, Item 1. Was war Item 1? Wir haben ein Flugding. Wir haben diese Plattform, die dann an der Wand hochkrabbelt. Was ist 1? Was ist 1? Ist es dieser Ballon? Oder war das ein anderer Megamental? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, im nächsten Video sehen wir uns direkt bei Quickman wieder. Euer Rusty, bis zum nächsten Mal.